Nee. So, weiter geht's. Wir haben das Reh überwunden. Kann man jetzt aber auch falsch verstehen, ne? Den Schock überwunden, okay. Ja, okay. Wir haben das Reh überwunden und sind direkt drüber gefahren. Ja, gut, dass wir einen Einweggrill bei hatten. So, 6 Kilometer auf der Strecke bleiben. Gut. Ja, das war schon nicht so ein ganz schönes Gefühl, oder Schatzi? Nee, nicht wirklich. Als Fahranfängerin, die erste Notbremsung. Hast du die Rehe denn schon gesehen, als die aus dem Gebüsch rauskamen oder erst als die vor dir standen? Ich habe das erste, habe ich auf der Straße gesehen. Okay. Und dann sofort das zweite. Ja, und dann hat es mich angeguckt und hat überlegt, weiter zu laufen oder umzudrehen. Hat es noch einen kurzen Burnout hingelegt? Ja. Ja, das kommt davon, wenn man immer am Handy ist während der Fahrt. Nee, so eine Handyhalterung habe ich nicht verbaut, weil das irgendwie affig ist mit dem Klapp-Handyhülle. Ja, das stimmt. Da siehst du eh nichts. Ja, außerdem bin ich da eh nicht drauf beim Fahren. Nee, am Anfang hat man noch ganz andere Sachen zu tun. Ja. Ich sag mal, die meiste Zeit fahrt ihr ja eh zusammen. Dann reicht doch, wenn einer auf sein Handy gucken kann und sich navigieren kann. Ja. Ja. Und selbst wenn ich jetzt irgendwann mal alleine fahre, dann fahre ich auch nicht solche Strecken, die ich jetzt nicht kenne. Ja. Also dann will ich mich mal draufsetzen und eine Runde um eine Möhne oder Sorpe. Das war es dann auch. Ja. Auf jeden Fall immer Strecken, wo die Chance ist, dass mal irgendeiner vorbeikommt, wenn man mal irgendwas Problem hat. Ja. Nicht so abgelegenen Geschichten. Ja, weil so heute in der heutigen Ausfahrt schon einiges erlebt, ne? Ja. Erst ein Ferrari, der ganz interessant war, dann Porsche überholt, obwohl solche Autos, die werden ja immer nur zu Juckeltouren verwendet. Dann haben wir unser Verfahren. Ja, haben wir verfahren und unser Reh verscheucht. Wahrscheinlich liegt das Reh jetzt tot im Graben, weil es einen Herzinfarkt gekriegt hat. Ja. Von einem Aufkleber vorne auf dem Roller, von dem Totenkopf. Ja. Auf jeden Fall sind die Hufe von dem Vieh jetzt einen Millimeter kürzer. Auf jeden Fall. Ja, aber das musst du erstmal irgendwie so ein bisschen aus dem Kopf kriegen, ne? Ich sehe jetzt hier schon wieder überall. Ja, ja. Aber es war auch eine Ausnahme eigentlich, ne? Am hellerlichten Tag passiert das ja eigentlich weniger. Ja. Aber gut, heute sind wahrscheinlich auch viele in der Wälder unterwegs, am Wandern und sowas. Wer weiß, was da alles aufgescheucht wird, ne? Ja. Ja? Du hast schon sehr, sehr gut reagiert in der Situation. Ja, das ist schon was. Ja. Bloß nicht versuchen, da bremsen und ausweichen, weil du nix ABS hast. Ja. Einfach ja. Gerade ausweichen ist immer das Schlechteste, auch egal ob mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Vollbremsung und gerade halten. Ja. Ah, oh, das ist eine Scheißstrecke hier, ne? Ja, ja. Ja, krass falsch. Und kleiner Fehler direkt Geländefahrt bedeutet. Ja. Querfeld ein hier. Downhill. Ja. Ich hasse dieses Flickgedöns, ne? Einmal alle Bandscheiben durchsortieren. Ja. Ekelhaft. Ich hab's Fahrwerk noch auf Dynamic stehen. Glaube ich. Oder? Holy moly. Ja, steht auf Road. Ja, so fühlt sich das hier auch an. Wie Rodeo. Off-Road.
und rote Ampel. Ja. Ja, obwohl man sieht, was da ist. Ne? Das ist immer so, weil sie die Menschheit für doof halten, finde ich. Also für das kleine bisschen hätte man sich auch mit dem Gegenverkehr absprechen können. Ne? Einmal so ein Schild hier hin, von wegen hier eine Richtung hat Vorfahrt und dann man sieht doch, was da vorne ist. Also ich weiß auch nicht. Ja, vorhin steht man jetzt hier, ne? Und der da hinten auch. Ja, wir wären schon dreimal weg gewesen. Wir fahren einfach. Vor allen Dingen ist es immer noch so breit, dass man sogar als Motorrad noch daherfahren kann. Ja. Achso, wo wir gerade dabei werden, in 600 Meter rechts. Heidische Ampel. Was hast du jetzt gesagt, was dein Zusatz Akra kostet da, der kleine schmale? 2400 Euro. Heilandsblechle. Schnäppchen, ne? Ja. Aber gut, wenn man den Originaltopf kennt, da wo der doppelt so groß ist. Ja. Schön ist er. Aber ist auch eine Menge Holz. Aber ich hätte mir, auch wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte ich mir zusätzlich noch gekauft. Ja. Der parkt ja auch geschickt hier. Ja. Direkt nach der Kurve. Rechts hat er gesagt, ne? Ja. Wenn wir gerade ausgefahren wären, wo wir uns erst verfahren wären, wären wir von da gekommen. Ah, stimmt. So langsam habe ich das auch intus hier. Mit dem Auto. Boah. Mit dem Auto fährt man hier weniger her, ne? Ja. Warum ist das da so dunkel, da oben? Wird da wohl kein Regen kommen? Es soll nicht regnen heute. Hoffe ich. In Arnsberg. Ich habe auch nur für Arnsberg geguckt. Denk dran, Ortsausgang ist ein Blitzer, aber ich glaube, wir können eh nicht schnell fahren. Ja. Ah, die Tohono, die macht ja selbst bei dir noch einen sehr, sehr kleinen Eindruck irgendwie. Kleinen? Ja, also so kurz und so. Ja, das stimmt. Weil das Heck ist auch echt kurz. Aber es fühlt sich nicht klein an, also ich sitze nicht groß anders wie auf meiner BMW, auf meiner 1200er. Ja. Aber der Knieweg ist ein bisschen spitzer, oder? Ja, aber fühlt sich nicht unangenehm an. Linke Seite der Blitzer. Trotz Lederkombi hast du in die Kniekehlen nicht irgendwie, dass das sich da verknubbelt oder so? Nee, gar nicht. Okay. Oh, Kalimoto ist schnell, jetzt kriege ich die Blitzerwarnung. Da war bestimmt ein Funkloch für dein Handy. Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich kriegen die das noch hin mit den Offline-Karten. Weil jetzt ist er schon wieder am Suchen.
Hier wird es jetzt echt dunkel, ne? Ich kann mein Sonnenvisier gleich hochmachen. Hätten wir eigentlich da hinten irgendwo abbiegen können oder so? Nee. Da war noch nichts im Abbiegen, ne? Weil er jetzt will, dass ich umdrehen oder was? Ist ja bescheuert. Aber hier sind wir letztes Mal auch hergefahren. Also normalerweise müssen wir die Straße jetzt zum Ende und dann müssen wir da entweder rechts oder links abbiegen. Entweder Richtung Reiste oder Richtung Eslo, glaube ich. Ja, ich glaube Eslo ist ganz gut. Dann müssen wir links abbiegen, schätze ich. Ende der Straße. Okay. Guck mal, vielleicht bekrabbelt er sich ja wieder hier. Aber wenn wir rechts abbiegen würden, dann würden wir Richtung Reiste und Messede wieder zurückfahren. Quasi am Hennesee, dann könnten wir eine Vierseentour machen. Der Bus, der nervt mich am meisten. Ja, volle Lotte, aber ihr könnt doch schlecht überholen. Ja. Wir wollen dem Video nicht noch ein Highlight hinzufügen. Nee. Das reicht erstmal. Obwohl, in dem Abschnitt haben wir jetzt noch keins. Ach, ich bin dafür, Kalle ist jetzt mal dran. Ja. Ja, ich bin fertig für heute. Du bist fertig. Ich habe mir jetzt für meine Kette so eine Kettenbürste bestellt bei eBay, habe aber nicht gesehen, dass die aus China kommt. Oh. Es hat die 35 Werktage Lieferzeit. Ja. Ja, das sind wir bei der Auslieferung, dieses komische weiße Kackzeug, was da drauf ist, das ist widerlich, ne? Ja. Wo war das jetzt? Rechts, links? Das weiß ich jetzt nicht. Also links kommen wir Richtung Eslohe und rechts wieder Richtung Meschede zurück. Ja, links dann. Warum klettern die da? Was machen die Idioten denn da? Wollten mal ein Selfie oder ein gutes Foto oder so. Lange lebe Instagram. Bleibt das hier länger zweispurig? Ja, mach mal. Hier oben auf der Kuppe hört auf das Zweispurige. Schaffst du aber noch. Aber das schaffst du noch. Jetzt rüber. Sehr gut. Ach, auch wieder was geschafft. Aber du blinkst noch. Oh. So, unten am Kreisverkehr die erste Ausfahrt raus. Ja. Da kommt dann auch so ein Eisenbahnmuseum, ne? Echt? Ich meine, ja. Ist nicht so mein Ziel, aber Kalle hat wieder so viel Abstand gelassen, dass er den Bus nicht geschafft hat. Ja, hab ich schon gesehen. Hat wohl doch noch kalte Finger. Sieht er dann, dass wir abbiegen? Ja, wir biegen mal langsam ab, würde ich sagen. Sarina, willst du wieder vorfahren? Blinkert. Okay. Blinkertechnisch? Ja, kann ich machen. So, der Bus biegt nicht auch ab hier. Nein, tut er nicht. Gut, Kalle ist wieder da. 500 Meter rechts. Hier? Ja, hey. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich 500 Meter habe, du bist ein bisschen vorwärts. Ne, das kann nicht sein, oder? Hier jetzt? Nein. Da nee, oben? Nee, hier nicht. Okay. Ja, ich drehe. Bleibt ihr da unten?
wir müssen dir doch noch ein Navigationsding bei dir drauf machen. Aber wenn ich vorfahre und filme, ist das doof. Du hättest aber theoretisch den Ton anmachen können, dann hättest du es ja auch gehört, oder? Theoretisch. Okay, bin wieder da. So. Also, und jetzt? Ah, rechts. Ja. Das ist die Streckigkeit, die wir letztes Mal gefahren sind, wo wir gedacht haben, wir sind falsch. Weißt du das noch? Ja. Wo wir jetzt durch den Wald fahren. Spontan hätte ich auch gesagt, wir sind falsch. Zumindest ist der Asphalt hier schöner. Das stimmt. Zumindest weiß ich, dass wir jetzt da oben bei den Bauern nicht weiter hochfahren, sondern rechts fahren. Also mein Ding sagt in 1,5 Kilometer links. Jetzt? Nee, weiter. Weiter, genau. Ah ne, der Bauer war das noch. Wir müssen auch links. Jetzt fahr okay. Nicht deine Strecke, sondern hör auf, was ich sag. Was ich sag. Jetzt links. Nein. Immer weiter, bis in die Einfahrten rein von den Häusern. Ich Kolone, ey. Ist doch schön hier. Machen wir heute noch Touristenführung für YouTube. Ja. Kalimoto aus Sightseeing. Genau. Und der traut sich nicht an den Fahrradfahrern vorbei, oder ist das das Versorgungsfahrzeug? Tour de France hier. Ja. Tour de Sauerland. Der Dreck müsste jetzt aber auch nicht sein hier, ne? Ne. Deine Frau fährt mitten durch. In 500 Meter links. Okay. Also da hinten links. Guck, er hat sich auch schon verfahren. Denkt er. Hat auch Kalimoto. Ja, auch, genau. Hier wird dreckig. Wow, aber. Ein Splitz. Jetzt links. Ja. Guck, hier steht Arnsberg schon wieder auf dem Schild. Ich sehe auch schon wieder blauen Himmel. Ja, wird besser. So langsam habe ich die Schnauze voll. Jetzt will er schon wieder, dass wir drehen. Will er mich verarschen oder was? Oder wird er keinen Empfang? Ich wollte gerade sagen, er muss keinen Empfang haben, weil hier sind wir letztes Mal her. Frage, ob Hinweg oder Rückweg? Das weiß ich jetzt nicht.
glaube, das war der Rückweg. Da müsste jetzt, glaube ich, gleich eine Piste kommen. Ah, deswegen sind wir wahrscheinlich auch falsch. Vielleicht hat er eben wieder keinen Fang gehabt und jetzt sind wir falsch. Jetzt kommen die Blitze, sagt es mir. Wir sind auch schon wieder zurück, genau. Ja, dann müssen wir einmal in die andere Richtung. Also drehen, ja? Ja, er sagt mir, in 300 Meter kann man gut drehen. Ich fahre jetzt hier am Hof. Ja. Das haben wir schon mal gemacht hier, ne? Hey, da hinten in der Einfahrt haben wir gedreht, weil wir auch falsch waren. Warum jagt er mich immer in die falsche Richtung erst? Du musst echt keine Fang sein da hinten. Deine App ist so programmiert, dass ich heute noch meine 1000 Kilometer zurückkriege. Okay. Ich höre den Sound von dem Roller immer in Markus seinem Ding. Das hört sich an. Der pluppert immer so schön. Ja. Und siehst du jetzt schon was auf deinem Curly-Moto? Naja, er hat sich immer noch nicht gefangen. Ich habe immer noch keinen Empfang. Ja, Curly, wird Zeit, dass ihr mal langsam Offline-Karten habt. Hat man so auf den. Für Android gibt's das ja schon. Ja. Müssen wir uns gleich wieder entscheiden, ob wir da rechts oder links. Geradeaus würde ich sagen, ne? Wir sind ja eben links gefahren und jetzt fahren wir geradeaus weiter. Nein, wir sind eben auch geradeaus gefahren. Hinter dem Bus her. Wir sind doch von hier rechts gekommen, hier war doch gerade die Einfahrt. Ja genau, aber oben an der Kreuzung waren wir ja vorhin auch schon. Ja. Achso. Ja, fahren wir diesmal genau in die andere Richtung. Macht auch theoretisch Sinn, weil wir müssen doch Diemelsee, dann müssen wir über Winterberg, Korbach, oder nicht? Ja. Und dann müssen wir Richtung Meschede. Genau. Dann fahren wir jetzt rechts. Ja. Oh, Neutralgang, ey. Ich hab das ab und zu beim Schaltautomaten, wenn ich vom ersten in den zweiten schalten will mit dem Schaltautomat, dass er bei mir in neutral geht. Ja, wenn man nicht konsequent durchzieht, ne? Das ist voll nervig. Ich überhole den mal. Ja, 7 Kilometer auf der Fahrbahn bleiben. Jetzt hat er es wieder. Eine Stunde 13 Fahrzeit. Immer diese alkoholkranken Kinder, ne? Ja.
Machen eure beiden das heute auch? Nee, nee. Also die kurze, die ist auf dem Maifest, ja. Aber das ist ja jetzt 13. Und der große ist bei seiner Freundin. Okay. Ah, dann kommen wir gleich echt an der Henne vorbei, ne? Okay. Dann ist das doch eine Vier-Seen-Tour. Aber die Henne ignorieren wir. Okay, die blenden, die pixeln wir aus im Video. Ja, genau. Ich glaube, wenn du jetzt an den vorbei mit dem Wheelie gefahren wärst, hätten die applaudiert. Ich habe gerade Tempomat drin und schlackere meine Arme aus. Auch nicht schlecht. Früher habe ich immer gedacht, wer braucht ein Tempomat auf dem Motorrad? Aber es ist echt lustig. Ja. Da war ein Tobi, ein Fahrer ohne Handschuhe. Ja. Ich würde jetzt ohne Handschuhe sterben. Ja, ich finde auch irgendwie ist das das sicherste Ding, was man, da braucht man ja nur mal mit 2 km/h auf der Fresse fliegen. Man stützt sich immer als erstes mit der Hände ab. Ja. Alleine wenn vom Vordermann irgendwie ein Stein hochgeschlagen wird und du knallst, der knallt dir gegen die Hand. Ja. Ja, und die Hände sind auch das, was man am meisten braucht, was am meisten vermissen wird. 700 Metern rechts abbiegen. Okay, dann fahren wir doch nicht zur Henne. Könnte man auch denken, man würde hier auf die Tankstelle fahren.
600 Meter links. Ja. Kurve geschnitten. Kurve geschnitten. Frei ist, wir müssen nur über die Motorhaube vom Gegenverkehr. Hat die App auch so gesagt. So, jetzt 5 Kilometer auf der Straße bleiben. Aber diese Strecke kenne ich auch schon wieder. Du bist halt Fuchs. Ich könnte hier schon zweimal hergefahren sein, deswegen würde ich trotzdem nicht wieder erkennen. Ja, deswegen glaube ich auch, dass das diese Strecke ist, wo wir da nachher durch den Wald fahren. Dann wird's kalt. Dann wird's kalt. Aber spannend. Ist halt Kalimoto, oder? Das ist, kann ja auch sein, dass wir immer noch am Hennesee vorbeifahren, aber der sucht halt Kurven, ne? Ja. Halt eine Motorradnavigation. Also Hennesee ist jetzt dahinter, müsste da irgendwo sein. Ja, vielleicht fahren wir jetzt die parallel kurvenreiche Strecke hier zu der Geraden. Ja. Aber warum auch nicht? Am Edersee haben wir früher immer gezeltet, Pfingsten, dann bin ich mal da hingefahren. Okay, wie lange fährst du da hin? Ja. Von Arnsberg aus, wie lange fährt man zum Edersee? Oh, 1,5 Stunden. Ah, ist auch nicht weiter, okay. Weil ist ja halt nur, du fährst bis Felme der Autobahn, der Rest ist halt immer Landstraße, ne? Ja. Wenn dann Schleicher vor dir hast, kannst du auch schlecht überholen mit dem Auto. Frankenbrandt, Eiche. Sieht auch schon wieder aus wie eine Rennstrecke hier. Kannst schön weit gucken. Ja. Doppelkurve. Asphalt könnte noch ein bisschen besser sein. Ja. Ja, dieses Geriffelte, das... Oh. Wo ich immer ein bisschen misstrauisch wäre, das sind diese Betonstreifen auf der Straße. Ja. Da weiß ich nie, ob mein Reifen Grip hat oder nicht. Ja. Aber die sind auf manchen Straßen auch so doof, wirklich so, so wie die Motorräder fahren. Ja. 700 Metern links. Ja? Nein, nein, weiter, weiter, weiter. 700 Meter, 500. 400.
250 rechts. Hier parken sie auch gut, ne? Mega. Absolute Park- und Halteverbotsschilder hier, juckt überhaupt kein Menschen. Hier sind noch mehr Autos, wie die Stadt Einwohner hat. Ja. Hier ist der Hund schon wieder, der eben auch frei rumliegt. Wir hätten da hinten rechts gemusst. Jetzt echt? Ja. Ich fahre hier rein. Ich drehe jetzt. So ein schönes Häuschen hier. Kalle denkt sich auch, jetzt habt ihr alle schon Sena und kriegt trotzdem noch nicht gebacken. Ja. Oh, die Grillen, sollen wir mal kurz Pause machen? Vielleicht können wir ein Würstchen abstauben. So, wo war das jetzt? Hier rein? Hier links. Geradeaus. So. Ja, hier rein. Hier rein? Ja. Ja. Mensch, ist das wieder aufregend. Eine Ortsumgehung hier oder so. Also da ist Sackgasse, wenn wir gerade ausfahren. Und jetzt? Ach, ich habe schon wieder keinen Empfang mehr. Ist auch 10 Meter rechts, also jetzt rechts. Muss man ein bisschen vorsichtiger fahren jetzt, weil es ist immer wieder am Suchen hier, das Ding. Okay, ich bleib einfach mal stehen. Ja. Links. Dann? Na, weiß ich noch nicht. Rechts. Ich hätte auch gesagt rechts. Ja. Rechts. Okay. Oh, Stoppschild, Schatz. Er ist frei. So, 10 Kilometer geradeaus. Richtung Bödefeld, da gehe ich immer Skifahren im Winter. Okay. Bin einmal Ski gefahren und nie wieder. Ich habe immer große Klappe. Wir sind mal von der Arbeit zum Skifahren gefahren. Ja. Und ich habe mich so auf die Fresse gelegt, aber ich hatte vorher große Fresse, dass ich natürlich der Beste bin. Das war ich so angepisst, am nächsten Tag habe ich ja so einen Skikurs gemacht. Ja, ich glaube, hier mache ich nochmal einen kleinen Cut. Es wird jetzt ein bisschen langweilig. Wir melden uns, wenn wir in der Nähe vom Diemelsee sind. Ich habe auch mein Kabel vergessen anzustecken. Bis später mal. Später!